Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit dem FC Bayern München. So, heute geht's weiter in der Bundesliga, und zwar steht das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Und wir haben auch in der Einblende gerade gesehen, das Revierderby Schalke gegen Dortmund. Gut, aber jetzt schauen wir erstmal auf die Tabelle. Also, Platz 1 und Platz 2, Dortmund und Leipzig momentan, die Bayern 3 Punkte dahinter. Und Frankfurt, ja, die sind eigentlich auch nur 2 Punkte von den Bayern weg, also auf jeden Fall in Schlagposition, und die wollen natürlich auch noch oben Wörtchen mitreden. Ja, deswegen wird ein wichtiges Spiel heute für uns, die 3 Punkte müssen eigentlich her. Und jetzt schauen wir auf die Aufstellung der beiden Teams. Also, die Bayern heute mit Sadio Mane vorne, Coman links, Gnabry rechts, Musiala, Goretzka und Kimmich im Mittelfeld, und die haben mit Mazraoui, De Ligt, Hernandez, Benjamin Pavard und Manuel Neuer im Tor. Auf der anderen Seite Frankfurt mit Alario vorne, Kamara dahinter, Knauf und mit Rode, So und Dina, Ebimbe, noch nie gehört, im Mittelfeld, Pellegrini, Touré, ein Dicker, Alvarez in der Abwehr und Kevin Trapp im Tor. So, das also die Aufstellung bei den Teams. Und wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was es hier und heute wird, weil es ist halt wirklich ein wahres Topspiel. Und hier sehen wir auch schon Sadio Mané. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Ja, so langsam aber sicher zeigt das sich ein bisschen. Aber ganz ehrlich, das Niveau von Robert Lewandowski, da ist er leider, leider noch sehr, sehr weit weg. So, jetzt geht's los. Rein in die Allianz Arena. Der amtierende Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim amtierenden deutschen Meister beim FC Bayern München. Und wir sind sehr gespannt. Es gab schon verrückte Spiele zwischen diesen beiden Teams. Ganz ehrlich, ich glaube, eines der verrücktesten war das DFB-Pokalfinale vor, wie weiß ich nicht, vor 4, 5, 6 Jahren. Ich glaube, es ist schon länger her. Also Frankfurt hat auf jeden Fall in den letzten Jahren doch geile Pokale gewonnen, muss man sagen. Die DFB-Pokal, natürlich sensationell die Europa League. Und heute gegen die Bayern wird es wieder eine große Aufgabe. So, jetzt geht's rein ins Spiel. Die erste Halbzeit geht los, Anstoß für Eintracht Frankfurt. Und dann geht's also jetzt heute los. Und wie gesagt, für beide Teams sind eigentlich die 3 Punkte Pflicht, wenn sie weiterhin oben mitkämpfen wollen. Weil der Verlierer muss auf jeden Fall abreißen lassen, das ist klar. Und mal schauen, wer hier und heute den Dreier oder die Punkte mitnehmen kann. So, erster Angriff kommt schon mal von Eintracht Frankfurt. Pass in die Mitte, gut gespielt. Erste Chance droht da schon, aber gut von Hernandez, gut dazwischen gegangen. Und die Bayern kommen erstmal raus über Benjamin Pavard. So, der zu Serge Gnabry. Aha, der verliert den Ball. Direkt im Angriff. Und jetzt viel Platz hier in der Situation für Eintracht Frankfurt über Kamara. Da ist Knauf. Knauf wird sofort bedrängt, bringt den Pass trotzdem noch in die Mitte. Chance ist da, in den Rückraum gespielt, und der Schuss direkt zu Manuel Neuer. Also, Frankfurt beginnt mutig. Die Bayern noch nicht so sattelfest im Spiel. Nächste Chance, Gnabry muss direkt abspielen, sonst verliert er den Ball. So, und da ist Leon Goretzka, legt den Ball da gut vor. Pass geht zu Kingsley Coman, der wieder zurück zu Goretzka. Goretzka sieht das Sadio Mané, ja, aber der zieht zurück. Och Mann, der zieht leider zurück. Schade, da ist Mané gut durchgelaufen, die Idee war eigentlich auch gut. Und direkt der Ball wieder bei den Bayern über Musiala, und dieser Pass wird abgefangen. Schade, da wird wieder Mané gut gelaufen. So. Kamara, 15 Minuten sind durch. Bis jetzt ein Torabschluss. Und dann Kimmich. Oh, das war riskant, aber hält den Ball im Spiel. Stark gemacht von Joshua Kimmich. Und ab geht's nach vorne wieder bei den Ballen. Über Musiala. Ah, und der verliert den Ball, aber Mané holt ihn sich. Da ist Kingsley Coman. Und der verliert das Zweikampfduell gegen Dicker. Also bis jetzt relativ ein intensives Spiel. Also viele Zweikämpfe, wenig Torchancen. Da ist Leon Goretzka. Weiter geht's zu Musiala. Sadio Mané. Sadio Mané. Ach komm, wieso? Wieso kriegt den Kingsley Coman nicht? Schade. So, da war ein Foulspiel von Kimmich. Wird aber Vorteil weiterlaufen lassen. Und Frankfurt kommt. Über Knauf gegen Pavard. Pavard. Ach Mann. Da ist immer das Gespäme dann vom der Schuss vom Zweikampfknopf. So, schnell ausgeführt dieser Einwurf. Der war ein bisschen zu schnell. Frankfurt jetzt am 16. der Bayern. Gut gestoppt, und zu 2, zu 3 können sie dann den Ball wieder zurückholen. So, Gnabry. Zurück zu Pavard. Halbe Stunde durch bis jetzt. Ja, ist noch nicht so viel heute passiert, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht jetzt mal. Da kommt Musiala. Musiala. Jetzt der Pass zum Sadio Mané. Nein, der will kreuzen gegen den Gegenspieler.
Schade, hat es nicht geschafft und damit ist die Situation auch leider schon wieder vorbei. Oh, aber Frankfurt richtig riskant. Sadio Mané am Ball. Mané in der Mitte. Nein, das gibt's doch nicht. Komm, kommt nicht gescheit hin. Oh, ist das ärgerlich. Das war eine riesen Torchance und riesen Patzer natürlich in der Frankfurter Abwehr. Und doch kriegen sie das Ding hier irgendwie geklärt. Und jetzt Achtung, Knauf gegen Pavard. Starkes Einsteigen von Benjamin Pavard. Klärt zum Einwurf für Frankfurt. So, Kimmich direkt wieder mit dem Ball gewinnen. Und da kommt Goretzka mit langen Schritten nach vorne. Leon Goretzka, Coman lässt sie da leider zu weit nach hinten fallen. Jetzt ist vielleicht in der Mitte frei, da ist Sadio Mané. Boah, komm schon! Was packt denn Mané da aus? Einen feinen Fallrückzieher. Und da hat er richtig Pech, dass der von Trapp gehalten wird. Dicke Chance für die Bayern. Die kommen direkt wieder mit dem Eckball. Da ist Gnabry. Der sucht Hernandez. Oh, schöner Schuss. Sadio Mané verliert das Laufduell. Und dann kann sich Frankfurt erstmal wieder in allerhöchster Not befreien. Schade. Die Bayern hätten jetzt fast nur das Tor reingekriegt in der ersten Halbzeit, aber es gibt noch eine Chance. Sie kommen schon wieder über Kingsley Coman. Der wird gedoppelt. Da ist Musiala. Der sieht Gnabry. Der probiert es mit einem schönen Abschluss ins lange Eck. Aber leider der Ball zu lang für den Abschluss. Oh, schade. Schade, schade. Müller und der Trainer haben diskutiert. Und da war der Neunte dazwischen, habe ich keinen mitgekriegt. So, Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Gnabry am Ball. Serge Gnabry probiert's. Oh, komm schon. Und wieder ist Trapp zur Stelle. Und wieder Kevin Trapp. So, nächste Chance. Nochmal Eck bei Bayern. So, Gnabry. De Ligt, komm. Ach, abgefälscht. Gibt nochmal Eckball, so wie es aussieht. Ja. Ach komm, es gibt doch den Eckball noch. Schiri sagt nein. Die Bayern protestieren. Mit einem 0:0 geht es in die Halbzeitpause. Schade. Wir sehen an die Chancen. Wir hätten hier ein Tor machen können in der ersten Halbzeit, wenn wir ehrlich sind. Jetzt müssen wir so in die zweite Halbzeit rein. Fitness ist okay. Und dann geht's weiter. Also zweite Halbzeit in München geht jetzt los. Bis jetzt noch 0:0. Die Bayern hätten das Tor machen können. Die dickste Chance wahrscheinlich. Ja. Nach dem Abwehrpatzer der Frankfurter Kingsley Coman in der Mitte, der im letzten Moment noch am Tor gehindert wurde. So, Coman mit dem Auge zu Kimmich. Der sieht Sadio Mané. Außen ist Gnabry. Die Bayern direkt wieder im 16er. Sadio Mané, jetzt mach es mal. Jawohl, endlich. Perfekter Start für die Bayern in die zweite Halbzeit. Sadio Mané. Wichtig. Wichtig, wichtig. Die Bayern endlich mit der Führung. Schön gemacht. Sadio Mané zu Gnabry und der wieder zurück und dann Mané ins lange Eck und die Bayern mit der 1:0 Führung. Da ist Touré zu weit weg von ihm und Trapp kann ihn halten, wenn ich ehrlich bin, an einem guten Tag. Aber egal, ich bin zufrieden, dass er drin ist. Sadio Mané, sein 5. Tor in dieser Bundesliga-Saison, 50. Minute. Und damit jetzt also die Führung für die Bayern. Das, was sie die ersten 45 Minuten nicht hingebracht haben, klappt dafür in der zweiten Halbzeit direkt. Und die nächste Chance direkt. Sadio Mané. Sadio Mané kann es machen. Macht er es. Er macht es. Was für ein Schlafzirkus bei Frankfurt. Guten Morgen. Die kommen ja gar nicht rein in die zweite Halbzeit. Und Sadio Mané gegen schläfrige Frankfurter. Da keiner kommt dahin. Da lassen sie ihn komplett frei durch. Trapp wieder geschlagen. Doppelschlag, Sadio Mané innerhalb von 3 Minuten knallt hier zweimal für die Bayern. Aber da passt Frankfurt auch hinten und vorne nicht auf und schenkt den Bayern das 2:0. Sadio Mané, so kann man in der Halbzeitpause reingehen. Guten Morgen Frankfurt. Ich glaube, die haben irgendwie einen Wecker vergessen in der Halbzeitpause. Und weiter geht's. Kingsley Coman sucht direkt wieder Sadio Mané, findet ihn auch. Coman geht rein in die Mitte. Bekommt jetzt auch den Ball, legt nochmal ab, da ist Goretzka. Ah, schade, das war ein bisschen zu kompliziert gespielt. So, Kimmich wird hier jetzt mal stehen gelassen. Der hat schon gelb, ich glaube, die werde ich bei der nächsten Gelegenheit auswechseln. So, was kann jetzt noch von Frankfurt kommen? 2:0 Rückstand, nachdem die erste Halbzeit eigentlich gut überstanden war. Ging die zweite Halbzeit katastrophal los. Jetzt ein Fehlpass von Masraoui und Frankfurt jetzt mal mit einem Wutangriff, kann man so sagen. Sie kommen über Alario. Pass geht nach vorne. Jetzt auf den Flügel. Masraoui muss seinen Zweikampf rein. Kommt er aber nicht.
Chance ist da, Riesenkuddelmuddel. Da fällt ein Frankfurter. Da muss Neuer ran, was... Anschlusstreffer für Frankfurt. Neuer, was tust du denn? Knauf, oder? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Frankfurt kommt zurück. Die Bayern kriegen den Ball nicht raus. Neuer kommt raus, legt sich vor Knauf auf den Boden und der schiebt den Ball dann ganz locker ein. Ja, und so schnell passiert's. Aus dem Nichts kommt Frankfurt zurück. Spektakuläre zweite Halbzeit, was wir hier bis jetzt geboten kriegen. Ja. Das, was die beiden in den ersten 45 Minuten so gar nicht geschafft haben, schaffen sie hier einfach mal in, keine Ahnung, was waren das jetzt? 10 Minuten, dreimal, drei Tore. So, aber jetzt die Bayern wieder. In der Mitte wieder. Ah, oh, schade, jetzt kommen die Pässe nicht mehr durch. So, Goretzka. Bayern machen weiter Druck. Leon Goretzka. Zu Sadio Mané. Jawohl, jetzt ist es totales Irrenhaus hier in München. 3 zu 1. 67. Minute. Sadio Mané mit einem Hattrick in 17 Minuten. Goretzka sieht Mané und der legt ihn sauber vorbei an Kevin Trapp und es steht 3 zu 1. Also die erste Halbzeit komplett verrückt. Sadio Mané. Einfach mit einem Hattrick am heutigen Tage. Krasses Ding. Frankfurt wechselt und wir wechseln auch direkt. Ein bisschen durchatmen. Und wie gesagt, Kimmich ist halt von der Fitness nur gut. Aber wie gesagt, der hat eine gelbe Karte und ich habe das Gefühl, der kommt sonst nicht durch. So, aus dem Müller von Musiala. Flügelspieler haben wir gar keinen dabei. Ich bin am überlegen, Grafenberg kommt vielleicht später noch rein. Also erstmal ein paar Wechsel bei den Bayern und jetzt geht's weiter mit den letzten, was sind es noch, 23 Minuten. Die Bayern ist also mit 3 zu 1 in Führung. Goretzka probiert seinen Zweikampf, verliert aber erstmal. Oh, und das ist riskant, da kommt Müller schon auf, ich glaube ein Dicker war es, zu oder Touré. Und dann im letzten Moment noch der Pass in die Sicherheit. So, stark von Mazraoui mit einem fairen Zweikampf kann er die Situation. Und der Ben und jetzt, oh, Frankfurt ist da ziemlich offen und das sieht Kingsley Coman. Aber ich frage mich nur, warum Sadio Mané da stehen bleibt. So, Coman zieht durch und hat die Riesenchance zum nächsten und der sucht. Doch, warum macht er es nicht selber? Das freut mich in der Situation wirklich. So, und jetzt Achtung, die Bayern weit mit aufgerückt. Frankfurt die Chance zur nächsten Party. So, aber das brauchen sie ein bisschen zu lang. Die Bayern können hinten aufrücken. Gut gemacht von De Ligt. Oh, De Ligt verliert ihn aber direkt wieder. Und jetzt mit der Grätsche. Starke Grätsche von De Ligt. So, 10 Minuten noch für uns die Möglichkeit zu wechseln. Goretzka da runter. Hat gut gespielt. Außerdem bringen wir Choupo-Moting für Sané. Und das war's dann, soweit ich sehe, mit den Wechseln. Wir können Alphonso Davies noch bringen. Oder Upa. Upa für Hernandez vielleicht noch. Genau. Da haben wir die Wechsel soweit durch. Also, jetzt die nächsten Wechsel und Mario Götze jetzt für Knauf. Natürlich wahrscheinlich mega enttäuscht, dass er gegen seinen ehemaligen Verein nicht ran durfte. Und jetzt die Wechsel bei den Bayern und weiter geht's mit Einwurf Frankfurt. Da ist Rode. Da geht's zu Alvarez. Gut geblockt hier von Mazraoui. Und da geht eigentlich schon wieder Kingsley Coman. Pass kommt aber nicht an bei Coman. Und Frankfurt kommt, da ist ein Foulspiel, Neuer ist wieder da. Uiuiuiuiui. Und der Riesenpatzer und das ist wieder Manuel Neuer. So, jetzt Choupo-Moting. Da startet Gnabry und das ist die nächste Chance für die Bayern. Es ist ein kompletter Schlagabtausch hier. So, Gnabry mit seiner nächsten Chance. Gnabry legt einmal zurück zu Sabitzer und der zögert viel zu lange und scheitert an Kevin Trapp. Und dann gibt es nur Eckball. Und es gibt Gelb für Mazraoui, ja. Es gibt Eckball noch für die Bayern. Rote ist runtergegangen. Jetzt Ecke für die Bayern. Da kommt Sabitzer. Der bringt Coman zum Ball. Kingsley Coman. Rein in die Mitte. Ja, das ist viel zu eng für sowas. So. Also, 2 Minuten noch zu spielen. Es sieht, glaube ich, sehr, sehr gut aus für die Bayern, dass sie heute die 3 Punkte mitnehmen. Aber, wenn wir ehrlich sind, komplett verrücktes Spiel. Gnabry, Skrece geht da ins Nichts. Und Frankfurt will nochmal den Anschlusstreffer. Sie kommen über Kamara, wird aber gestoppt von Benjamin Pavard. Und der haut den Ball jetzt natürlich ganz weit weg zu Müller. Und das wäre, oh schade, da wäre noch eine unglaublich geile Konterchance geworden. Aber egal, das war's.
Das Spiel ist aus. Die Bayern schlagen Frankfurt mit 3:1 und Sadio Mané, ich glaube, mit seiner besten Vorstellung, was die Tore angeht in dieser Saison, ein Hattrick. Ein Hattrick gegen Eintracht Frankfurt. Aber was war das für eine Anfangsviertelstunde in dieser zweiten Halbzeit? Also wirklich von der 45. bis zur 67. Also da ging es ja ab wie sonst was. Krasses Spiel. Ich denke, der Sieg geht in Ordnung. Wir werden nochmal ganz kurz die Bilanz anschauen. Aber ja, die Bilanz sagt, der Sieg geht in Ordnung. Und bester Spieler muss eigentlich Mané werden. Ganz ehrlich, 8,1 nur. Also er schießt einen Hattrick und kriegt trotzdem nur eine 8,1. Ich habe noch nie eine 10,0 in FIFA 23 gesehen. Die sind so geizig mit den Noten. Und auf der anderen Seite, bester Spieler, Knauf war stark, So war stark. Ja, gut, dann mal ganz kurz das Interview und wir schauen uns mal die Tabelle an. So, und da wären wir auch schon wieder angekündigt bei der Tabelle. Ich bin ernst ehrlich, bei den ersten vier ist eigentlich nichts passiert. Also jeder hat gewonnen. Dortmund 3:1 gegen Schalke, die Bayern 3:1 gegen Frankfurt und Leipzig 4:1 in Gladbach und Leverkusen hängt ja auch nur mit oben drin. Die haben 2:0 in Wolfsburg gewonnen. Deswegen die oberen vier echt im Gleichmarsch erstmal vorne weg. Ja, und es bleibt dabei. Weiterhin 11 Spiele ohne Niederlage für die Bayern, die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Bundesliga, aber eben nur auf Platz 3. 3 Punkte hinter Dortmund und Leipzig. Das wird noch schwierig, die einzuholen, glaube ich. Und ja, Frankfurt und Wolfsburg bleiben jeweils auf 20 Punkte. Wie geht es nach unten hinweg? Oh, Augsburg mittlerweile letzter, obwohl sie einen Punkt geholt haben. Eieiei, für den FCA sieht es nicht gut aus. Gut, also das war's für heute. Nächstes Mal geht's gegen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, oh, gegen Leipzig. Oh, wow, wow. Großes, großes und wichtiges Spiel für uns in Leipzig. Da müssen wir alles reinhauen. Gut, also ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.